Der Flughafen von Palma de Mallorca. Wer hier landet, der freut sich auf Urlaub, Entspannung und auf einen Mietwagen. Den gibt es heute nicht direkt am Airport, sondern ein paar Meter weiter. Und noch ein paar Meter und noch ein paar Meter. Bis wir endlich am Ziel sind. Genau hier wollen wir bei 30 Grad Hitze unsere Opfer grillen. Und zwar mit seiner Hilfe. Das hier ist nicht der Ur-Ur-Urgroßvater von R2D2, sondern unser hochmoderner Verstehen-Sie-Spaßautomat mit Marco Rima inside. Der Mann, der jeden in den Wahnsinn treiben kann. Vielen Dank für Ihren unkomplizierten Umgang. Dankeschön und alles Gute. Sie kommt mit dem Automaten prima klar. Kein Wunder, denn sie gehört ja auch zu unserem Team. Ist das kompliziert? Nee, das ist eigentlich relativ einfach. Sie müssen hier einmal auf den Startknopf drücken und dann fragt er nach Ihrem Buchungscode und dann kriegen Sie den Schlüssel. Aha. Und dann steht hier das Auto rum, oder? Ja, genau. Zwei Autos sind noch da. Viel Glück, machen Sie es gut, ne? Tschüss. Und jetzt nur noch eins. Ein traumhafter Vierthand-Golf mit altersbedingten Mängeln, aber hervorragender Restaurierungsbasis. Das ist nicht schön, aber erst der Anfang. Señor Rima, por favor. Buenos días. Yo soy el hombre técnico de las coches España. Ich bin Ihr automatischer Autovermieter. Hablo español. Sí? No? Tu no. Hablo español? No. Sí? No? No. Parlez-vous français? No. 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 Do you speak English? No. Do you speak English? No. وهل العربي؟ No. اخوالا؟ No. نخلة. نخلة. Wollen Sie das Gespräch auf Deutsch weiterführen? Ja. Also weiter mit Deutsch, beziehungsweise mit dem, was Marco daraus macht. Deutsch. Hey, willkommen in Palma. Du hast richtig bra Wetter hier. Was willst du haben? Ein Automobil oder willst du ein Semester? Jetzt hör mir, jetzt helf doch mal, der redet immer noch nicht Deutsch. Wie ist Ihr Name? Lasse Fuhrmann. Bitte buchstabieren Sie Fuhrmann. F-U-H-R-M-A-N-N. Ich notiere Lasse Furzmann. Ist das richtig? Nein. Doch, und zwar richtig bescheuert. Sie heißen Lasse, nein, Fuhrmann. Nein. Ich notiere Sie heißen Nein, Lasse, Nein, Fuhrmann, Nein. K-U-R-Z-H-A-L-S. Ich notiere Kurznals, Adrian. Ist das korrekt? Kurznals. Nein. Auch die beiden verstehen die Welt nicht mehr. Sprache, Englisch. Nein. Hello and welcome to our car rental. Where do you come from? Germany. Tja, wärt ihr mal da geblieben, dann hättet ihr jetzt diese Probleme nicht. Haben Sie einen Führerschein? Ja. Führen Sie bitte Ihren Führerschein in den Schlitz ein. Oh oh, das ist wohl die beste Möglichkeit, ohne einen einzigen Punkt in Flensburg seinen Lappen zu verlieren. Ihre Daten werden überprüft. Einen Moment bitte. Also das tut uns kein Mensch. Ich hab noch nicht mal Werkzeug bei, um das Ding zu zerstören. Bitte geben Sie Ihren Buchungscode ein. Ja, wo ist der? Sie haben 30 Sekunden Zeit. 6, 5, 9, 5, 8, 8, 1, 3. Ich wiederhole 6, 5, 8, 9, 3, 2, 1, 1. Nein. 9, 2, 4, 5. Ist das richtig? Nein. Sie haben noch 5 Sekunden Zeit. 4. 3.
3, 2, 8, 2, 8, 9. 1. Es ist zu spät. Sie haben einen neuen Buchungscode. Bitte notieren Sie. Ach, da ist die Buchungsnummer. Ihre neue Buchungsnummer lautet nun Charlie Charlie Bravo Tango 436/Charlie Bravo Tango. Bitte wiederholen. Junge, wie soll ich das denn machen, Alter? Bitte wiederholen Sie. Ich kann das nicht. Was machen wir denn jetzt? Charlie. 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 Bravo. Bravo. Tango. Tango. 436. 436. Slash. 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 Charlie. Bravo. Tango. Leider haben Sie das letzte Tango nicht richtig ausgesprochen. Wir müssen Ihre Buchung stornieren. Junge, hast du einen am Helm, Alter? Bravo. Bravo. Tango. Tango. Richtig, wir haben Sie gefunden. Sie haben einen Wagen in der Luxusklasse bestellt für 435 Euro am Tag. Ist das richtig? Nein. Was haben Sie denn bestellt? Caddy. Sie haben einen Teddy bestellt. Caddy! Ach nee, ey. Gott sei Dank gibt es einen Notrufknopf. Die gute Nachricht, hier bekommt man Kontakt zu einem echten Menschen. Die schlechte, es ist wieder Marco Riemer. Notruf Autovermietung. Kurt Rötlisberger in Zürich. Grüezi. Ja, schönen guten Tag, Gnad. Wir stehen hier in Mallorca an diesem Automaten. Ja. Und haben einen Caddy gebucht. Ja. Und jetzt haben wir das Problem, dass hier weit und breit kein Caddy steht, dieser Automat unsere, mein Ausweis und meine Kreditkarte hat. Ja, Gnad. Ja. Gnad mit G. G-N-A-D-T. Ja, ja, ja. Gnad. Und Sie sind auf Menorca? Auf Mallorca. Palma. Palma de Mallorca. Ach so, dann sind Sie Kanarischen Inseln auf Las Palmas. So. Nicht ja, Las Palmas, das ist Mallorca. Mallorca. Ach so, Menorca, ja, sagen Sie es doch. Mallorca. Ah, ja, ich habe sie gefunden. Sie haben ein wunderbares Upgrade auf einen VW Golf. Naja, aber hier steht aber nur ein Schrotthaufen. Jetzt kommt der Schlüssel raus. Achtung. Haben Sie den Schlüssel? Ja, hier ist jetzt ein Schlüssel. Ja, dann gehen Sie doch den mal anschauen und sagen Sie mir, ob alles in Ordnung ist. Und auch neu starten und zack, und das wird super, oder? Nee. Also den fasse ich nicht an. Also der Wagen ist wirklich völlig schmutzig, kaputt und dreckig. Also wir brauchen jetzt einfach unsere Kreditkarte. Nein, nein, das ist die Survival-Ausgabe. Wissen Sie, die Abenteurer-Ausgabe. Nee, das ist nee, wir möchten bitte keine Abenteurer aus. Wir möchten jetzt unsere Kreditkarte wieder haben und unsere... Ja, wir könnten Discount anbieten. Statt 400 Euro pro Tag 200. Wir wollen den überhaupt... Wir haben einen Mietvertrag gemacht über 70 Euro für 10 Tage. Passen Sie auf, behalten Sie einfach die 60 Euro, die Sie schon abgebucht haben, aber geben Sie mir jetzt bitte meinen Ausweis und meinen den Führerschein und die Kreditkarte. Das ist ein gutes Angebot. Also, dann behalten wir das Geld und ganz schöne Ferien, gell? Ja. Tschüss, auf Wiedersehen. Und wo stecken wir den Schlüssel hin? Der muss ja wieder eröffnet werden. Kommt ein Techniker, können Sie direkt vom Techniker haben. Und Marco ist ein hervorragender Techniker, vor allem, wenn es um die Technik geht, andere Menschen reinzuleben. Hey, grazie. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe. Yes. ¿Qué tal? We have a problem. We don't want this car and our credit card and our driver license here. We need to, you get the key and we need... Gracias. Hola, hablo español. No, don't, please, don't speak. Español. No, don't, please, don't speak. Marco auch nicht. Yo soy un hombre sincero. Guardo la idea de cerveza de dentro, ¿verdad? I want that car, don't. Scheiße in Dreck, hä? Ja, Scheiße in Dreck, ja. Nee, aber Sie können mir das öffnen, wurde gesagt. So, mache hier auf, mache auf, ja? Und dann kann ich jetzt sagen... Oh, der grande Problem. Hey, ciao, Umberto. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß? Ich umarme Sie jetzt mal. Unglaublich.